Willkommen bei Travel 86. Ich bin Alejandro Bucabei und ich darf auch eine kurze Einführung in ein sehr kontrastreiches Land geben, das zu meinen Favoriten gehört. Warum eine Einführung? Weil es bestimmte Bereiche thematisieren soll, um euer Interesse zu wecken, um zu sehen, ob ihr profundisieren möchtet und mehr von diesem Land erfahren möchtet. In der Wirtschaft, in der Politik, ein bisschen über Kultur, die Geografie und natürlich auch Kino, Literatur soll auch erwähnt werden. Republic of South Africa, Republic von Südafrika, Republiki Yatsem Yanzi Afrika auf Isi Ngosa heißt dieser schöne Staat, der einige offizielle Sprachen hat. Natürlich muss man da eine Anmerkung anbringen, dass es sehr schwierig war, zu weiteren Sprachen Vokabular zu finden. Und das hat natürlich mit dem Postkolonialismus zu tun und mit unserer eurozentrischen Brille, dass wir natürlich wenig Content zu diesen Sprachen finden und nicht, weil sie nicht wichtig sind oder weil sie nicht sehr oft gesprochen werden, sondern das hat natürlich ganz bestimmte Interessen. Aber wie auf Englisch Hello, sagt man auf so Nosa Hello oder auf Afrikaans, einer Mischung aus Deutsch, Holländisch und Englisch, Hello, Hi. Auf Zulu sagt man Sabubona. Also nochmal ein herzliches Willkommen. Wann war ich in Südafrika? Ich war 2001 in Südafrika, im Sommer in Südafrika, das heißt im Winter im Süden in Südafrika. Das ist ein sehr großes Land, das sehr viel zu bieten hat und ich durfte mein Praktikum absolvieren im Radisson SAS Waterfront Hotel im Zentrum Kapstadt. Warum? Weil ich damals die Hotelfachschule machte und mir dieses wunderschöne Land anschauen wollte. Südafrika liegt ganz im Süden Afrikas, wie es der Name schon sagt. Es hat zwei Enklaven innerhalb seines Territoriums. Das spricht das Königreich Lesotho und Swasiland. Dann im Nordwesten ist Namibia. Das seht ihr dann auf der Karte. Im Norden ist Botswana. Im Nordosten ist Zimbabwe, damals Südrhodesien. Und im Osten ist Mosambik. Durch Zufall bin ich dahin gekommen, wie so vieles Schönes im Leben. Denn es war eigentlich schon erstaunlich, dass ich 2001, 7 Jahre nach dem Übergang nach dem Ende der Apartheid in die Transition dabei sein konnte, denn es ist schwierig, vor allem damals ein Arbeits- bzw. ein Praktikumsvisum zu bekommen. Denn eigentlich hätte ich in Jordanien sein sollen, aber ich durfte dann dort mein Praktikum absolvieren. Es überrascht durch die Superlative, denn es ist ein Land, das eigentlich 3 Hauptstädte hat. Das Parlament ist in Kapstadt, das oberste Berufungsgericht in Bloemfontein und der offizielle Regierungssitz im Zentrum des Landes in Pretoria. Südafrika ist das reichste Land Afrikas. Es ist das einzige Land, das zu den G20 Wirtschaftsmächten gehört und aufgrund der dynamischen Wirtschaftsentwicklung wird es auch zu den emergierenden BRICS-Staaten dazugezählt. Es ist eines der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen 1948, 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, was auch sehr interessant ist zu wissen. Denn damals eigentlich konnte es nur dieses Land sein, weil es eine Apartheid-Regierung bekam 1948 und die restlichen Länder den Kolonialmächten gehörten sozusagen. Ganz aktuell tagespolitisch, es ist der Sitz des Parlaments der Afrikanischen Union. In der Afrikanischen Union gibt es nur ein Land, das nicht dazugehört, von den über 50 Staaten Afrikas. Und dieser Regierungssitz des Parlaments ist in Johannesburg, im Zentrum des Landes. Kulturell ist es ein Land mit Diversität, mit Kontrasten, mit vielen, vielen Ethnien. Also nicht umsonst wird es die Rainbow Nation, die Regenbogennation genannt, aufgrund dieser Vielfalt, die natürlich auch historisch wie aktuell zu vielen Problemen beigetragen hat. Sozialer Ungerechtigkeit, Kriminalität, Rassismus ist immer noch stark vorhanden und man spürt noch die Nachwehen dieser Minderheitenregierung der Apartheid und zu diesem Übergang zu einer Demokratie, zu einer Mehrheit durch Mandela. Afrikaans wird hauptsächlich gesprochen, wie Englisch, und die Afrikaans, die haben 1948 diese Apartheid-Regierung gegründet, ein System, das die Minderheit kontrollierte,
das von der Minderheit kontrolliert wurde und die Mehrheit natürlich exkludierte. Vor allem aus Holländern mit Einschlägen aus England, Frankreich und Deutschland, einer Mischung sozusagen. Das endete 1990 mit Friedrich Wilhelm de Klerk, dem Übergangsminister, und Nelson Mandela, der ziemlich bekannt wurde durch die Parlamentswahl 1994 zum ersten sozusagen afrikanischen schwarzen Präsidenten dieses Landes. Dann möchte ich noch erwähnen, dass es das einzige Land Afrikas ist, das keinen Staatsstreich hatte, obwohl es in diesem Apartheid-Kampf mehrere Jahrzehnte Versuche gab, eben so einen Staatsstreich auch mit ausländischer Hilfe durchzuführen. Und es ist ein Land, das nicht-europäischen Sprachen, das heißt endemischen Native-Sprachen, einen offiziellen Raum gibt, um sich zu entfalten sozusagen. Die Geografie auch nur kurz, ganz besonders, mehr findet ihr ja sowieso im Internet. Es hat Zugang zu den zwei Ozeanen, zum Indischen Ozean, im Westen zum Atlantik, ähnlich wie Mexiko. Es hat 2500 Kilometer Küstenlinie. Es ist in der Größe ungefähr 3,4 mal so groß wie Deutschland, also ziemlich groß. Es hat verschiedene Landschaften wie die Steppe, Wüste, natürlich auch Berge, die Drakensberge im Osten. Und da gibt es verschiedene Erhebungen über 3000 Meter hoch. Der höchste Berg ist der Mafadi mit 3450 Metern in Tabana-Nhenjana. Da gibt es noch die Kalahari-Wüste, auch bekannt durch verschiedene Filme wie Die Götter müssen verrückt sein. Ganz interessanter Filmtipp. Im Nordwesten von Bloemfontein zieht sich diese Kalahari-Wüste bis nach Botswana und Namibia im Westen des Landes. Kapagulhas ist der südlichste Punkt des Kontinents. Der verbindet den Atlantik mit Indischen Ozean. Westlich davon ist natürlich das Kap der Guten Hoffnung. Davon werdet ihr eh noch mit mehr Fotos erfahren. Dann gibt es noch ganz, ganz viele Flüsse. Die meisten kommen von Westen nach Osten. Allerdings der größte Orange auf Deutsch ist der längste Fluss mit 1860 Kilometern. Der geht vom Westen in den Osten und mündet im Atlantischen Ozean. Aber auch der Limpopo ist zu erwähnen, der zweitgrößte Fluss mit 1600 Kilometern, der in den Indischen Ozean mündet und ein Grenzgebiet zu Botswana, Simbabwe und Mosambik schafft im Osten des Landes sozusagen. Inseln gibt es auch in Südafrika, denn die Prince Edward Inseln, benannt nach diesem englischen König dementsprechend, gehören auch zu dieser Republik. Schlussendlich möchte ich noch kurz etwas zu Flora und Fauna, zur geografisch-biologischen Diversität erwähnen. Es ist einer der mega diversen Länder, denn die Artenvielfalt, die Biodiversität dieses Landes mit diesen vielen endemischen Arten ist einzigartig. In der Provinz Westkap im Süden des Landes hat die Flinbones-Region über 9000 Arten und somit ist es eines der artenvielreichsten Zonengebiete weltweit. Wenn ihr euch ein Safari anschauen möchtet oder ein Safari machen möchtet, was übrigens auf Kiswahili, also einer Sprache im Osten Afrikas, eine Reise bedeutet, dann müsst ihr unbedingt in den Addo National Park oder wo das größte Wildschutzgebiet nördlich von Sun City in Südafrika liegt, das ist der Krüger National Park mit über 300 Säugetieren, über 100 Reptilienarten und über 500 Vogelarten. Ja, das ist quasi ein Paradies, das ist nicht utopisch, das gibt es. Und dort könnt ihr natürlich auch die African Big Five sehen, das heißt die damals von den Jägern am meisten gefürchteten Großwildtierarten. Natürlich ist da der Löwe dabei, der König der Steppe. Eigentlich ist es aber gar nicht der wirkliche König, sondern das ist der Elefant. Aber auch Leoparden, die eher nachtaktiv sind, Büffeln und Nashörner. Im Süden könnt ihr natürlich auch Brillenpinguine sehen und vieles, vieles mehr, das wir jetzt nicht darauf eingehen werden. Bevölkerung, die wurde bis 1991 von der südafrikanischen Verfassung in vier demokratischen Gruppen eingeteilt. Heute wird das natürlich aufgrund der Kritik nicht mehr so streng gehandhabt. Die Schwarzen, sozusagen die afrikanische Bevölkerung, ist die demografisch größte und die auch am demografischen den größten Wachstum zu verzeichnen hat, ungefähr 80%. Da gibt es verschiedene Volksgruppen, wie die Zulu, die Xhosa, die Basotho, die Ndebele, die Swazi, die Tsonga, die Tswana und die Wendra. Dann gibt es natürlich die Weiße, die fast 9% der Bevölkerung ausmachen, obgleich Millionen Menschen, vor allem Weiße, dann am Ende der 90er ausgewandert sind.
da sie unter anderem auch Repressalien erlebten bzw. fürchteten. Diese Weiße sind mehrheitlich Mischungen aus Holländern, Deutschen, Franzosen und Engländern. Und es ist interessant anzumerken, dass es die größte europäische Bevölkerungsgruppe auf dem afrikanischen Kontinent ist. Dann gibt es noch die Color, das sind sozusagen interkulturelle Mischungen, sozusagen Multikulti, so wie ich. Und die Asiaten, da gibt es vor allem die indische Abstammung, sind aus Gujarat oder Tamil, das ist die größte Minderheitengruppe, die vor allem 1850 als Kontraktarbeiter nach Südafrika gekommen sind, wie Mahatma Gandhi, aber das ist eine andere Geschichte, und am Eisenbahnbau und so weiter tätig waren. Es gibt natürlich noch andere Minderheiten und über 1 Million Flüchtlinge, vor allem die sich illegal aus Simbabwe in diesem wunderschönen Staat aufhalten. Sprachen gibt es sehr, sehr viele. Es gab früher bis zu 16 offizielle Sprachen. Heute sind das 11 amtliche Landessprachen. Englisch ist die meistgesprochene, dann ist natürlich noch Afrikaans, Isi Zulu, Siswati, Südnedebele, Sesotho, Sepedi, Sitsonga, Setswana, Tshivenda und Isi Nxhosa. Dann natürlich auch ist es sozusagen nach Bolivien und nach Indien der Staat mit den meisten offiziellen Sprachen. Es gibt natürlich auch europäische Sprachen und Gujarati und Tamil durch diesen indischen Einfluss und weitere Native-Sprachen wie Nord-Ndebele, Nama-San, Puti, Knoe, Fanakalo und Lobedu. Wir gehen weiter kurz in die Geschichte. Keine Angst, ich werde mich kurz fassen. Da gibt es natürlich dann auch eigene Videos. Aber nur anzumerken, wie reich dieses Land ist. Denn die ältesten paläoanthropologischen Fossile wurden dort ausgegraben. Das heißt, man findet dort den Australopithecus africanus bei Taung, aber auch andere Gattungen des Vormenschen wie den Homo habilis, Homo erectus, Homo naledi und Homo sapiens. Migration hat es sozusagen immer gegeben. Das ist wiederum ein Beweis für die Menschen, die selten reisen und glauben nur an den Nationalismus und immer gegen Migration sind. Das muss man auch anmerken. Denn seit über 20.000 Jahren gab es Jäger- und Sammlervölker, zum Beispiel die San und die Khoikhoi, die von den Bantu, die aus dem Norden kamen, zurückgedrängt worden sind, so wie das später mit ihnen die Europäer machten. Denn erst 500 nach Christus, quasi vor 1500 Jahren, gab es diese Wanderung der Bantu-Stämme aus dem Norden in den Süden, die dieses Grenzgebiet um den Limpopo in Südafrika überquerten und eigentlich keine Jäger und Sammler waren, sondern Bauern und Hirten. Das heißt, es gab da auch einen Wandel. Kurz zur niederländischen bzw. zur kolonialen Zeit, denn wir wissen, dass Vasco da Gama und Bartolomé Dias so vor 500 Jahren, 1500, ein bisschen davor, die Seeroute nach Indien suchten und schon einen portugiesischen Einfluss dort gab, also Kolonien gründeten. Allerdings 5 Tage nach meinem Geburtstag, am 6. April 1652, kam dann noch Holländer Jan van Riebeck mit der niederländischen Ostindien-Kompanie zum Kap der Guten Hoffnung und gründete dort eine Vorsorgestation. Und die Geschichte geht von da an weiter mit diesem europäischen Einfluss. Die Vereinigte Ostindien-Kompanie benannte dieses Kap der Guten Hoffnung natürlich. Warum so? Weil es ziemlich schwer war, eine schwierige Passage vom Atlantik in den Indischen Ozean. Es gab viele Überfahrten mit Unfällen und natürlich auch viele weiße Haie, die man heute auch sehen kann. Wagner inspirierte sich da zum Beispiel mit seinem Fliegenden Holländer, einer sehr bemerkenswerten und empfehlenswerten Oper. Ich bin ja Wagnerianer. Weitere Highlights, nur kurz wir springen in die Zeitgeschichte, der ANC, der African National Congress, durch Streiks, durch Sabotage, durch Protestmärsche und so weiter protestierten sie gegen das Apartheid-Regime, das heißt gegen die Rassentrennung. Nelson Mandela und Desmond Tutu sind hier vor allem anzumerken. Desmond Tutu mit seinen Truth and Reconciliation Committees, also Wahrheitskommissionen und Reconciliation, Versöhnungsassoziationen. Beide waren in Robben Island gefangen, Nelson Mandela bis zu 27 Jahre. Und heutzutage ist es eine Insel, die ein paar Kilometer südlich von Kapstadt liegt und ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Natürlich konnte man aus diesem streng bewachten Gefängnis nicht ausbrechen, auch aufgrund der weißen Haie, die es dort gab.
Und zu empfehlen sind natürlich auch einige Filme dazu, die das thematisieren, wie Goodbye Bafana. Da wird die Beziehung zwischen Mandela und seinem Gefängniswärter thematisiert. Aber auch Invictus, zum Beispiel mit Matt Damon und Morgan Freeman als Nelson Mandela, über seine Beziehung zur Rugby-Nationalmannschaft. Sein Buch, seine Autobiografie ist auch sehr zu empfehlen, ist ein Klassiker, The Long Walk to Freedom, der lange Marsch zur Freiheit. Dort berichtet er auch eben über die Wahlen, sein langer Kampf, 27. April, auch wieder ein Aprildatum, 1994 wird er zum ersten afrikanischen schwarzen Präsidenten gewählt, das Wahlrecht wurde geändert und alle konnten seine Stimme abgeben. Er bekam mit Friedrich Wilhelm de Klerk, dem damaligen Präsidenten, den Friedensnobelpreis zugesprochen. Es ist auch noch einiges zu erwähnen. Es gibt so, so viel, dass ich jetzt kurz gar nicht erwähnen kann. Aber wir könnten auch zu Film, zur Küche, zur Kunst, zum Sport was erwähnen. Zum Sport nur kurz. Durch die Fußball-WM wurde Fußball noch beliebter. Natürlich ist Rugby der Nationalsport. Die Springboks sind ziemlich bekannt. Und ein super Team, das es zu verfolgen gibt. Nur kurz zu Musik und Literatur. Musik, es gibt eine reiche Bandbreite an verschiedenen Musikstyles. Da sind nur Johnny Clegg, Hugh Masekela, Miriam Makeba zu erwähnen, aber auch Lady Smith, Black Mambazo und Simale, die vor allem durch Paul Simon, also von Simon & Garfunkel, 1986 zu weltberühmter Bekanntheit gelangten. Aber auch für die Filmmusikfans von Hans Zimmer in den 90er Jahren, The Power of One, ist auch eine erwähnenswerte Musik dazu. Ich denke immer gemäß dem Motto, wenn man mehr weiß, kann man natürlich auch mehr sehen. Und somit hilft uns die Literatur, uns Verschiedenes zu erschließen. Da möchte ich nur drei Autoren erwähnen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele nennenswerte. Ich kenne selber einige. Zum Beispiel möchte ich hier erwähnen Adolf Fugard, der Bühnenstücke sozusagen aus der Provinz des Commonwealth schrieb, die aktuell und interessant zu lesen sind und in London, in New York aufgeführt wurden. Aber auch Nadine Gordimer, die erste südafrikanische Literaturnobelpreisträgerin und die siebte als Frau. 1991 bekam sie den Literaturnobelpreis und ganz aktuelle Themen ansprach. Und natürlich auch GM Coetzee, den ich sehr mag, der 2030 den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam und in den 70er Jahren mit seiner Karriere begann. Er schrieb ganz, ganz viele Bücher. Ich kann euch auch diesen Briefwechsel mit Paul Auster empfehlen. Aber für das Buch, für den er den Man Booker Preis bekam, ist Schande, dass auch verfilmt wurde und wirklich einen guten Einblick auch in ein Südafrika gibt. So, ich danke euch und ich hoffe, es war eine gute Einführung in ein Traumland, das wirklich sehr, sehr viel zu bieten hat. Und ich hoffe, es gibt auch ein paar Inputs, ein paar Informationen zu Südafrika. Ihr könnt das gerne kommentieren, teilen, euch auf unseren Kanälen, auf unseren Social Media Kanälen subscriben und uns einen Like schenken, wenn ihr dieses Video möchtet. Und ja, um nicht mehr vorzugreifen, es wird noch sicher sehr, sehr viel Material geben und sehr, sehr viele Videos. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Travel 86. Bye bye.